Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ace Attorney Phoenix Wright Trilogy. So, andersrum, aber egal. Wir haben ein wunderschönes Bild für unsere neue Episode Wandel des Samurai. Und ich muss sagen, die Frau hier sieht doch schon direkt böse aus. Da ahne ich doch schon, wer der Mörder ist, beziehungsweise die Mörderin in dem Fall. Ich würde sagen, let's go, wir schauen mal, was passiert. Möchtest du spielen? Aber unbedingt. Grrr, du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, Steel Samurai. Der blasse Mond am Himmel schreit nach deinem Blut. Oha. Der Mond? Nein, du sollst zum Mond aufblicken. Denn es wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Dun, dun, dun. Okay, ich lieb's jetzt schon. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Wow. Ah. Die Schwerter der Krieger glänzen im Mondlicht und schlagen zu. Einer ist gefallen. Aber wer? Das weiß nur der Mond. Verpassen Sie nicht die nächste spannende Folge. Rückkehr des schwarzen Boten. 14. Oktober, 17.31 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Wir haben direkt den neuen Kanzleinamen. Das war richtig krass. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Hey, fuchtel nicht so mit dem Besen rum. Ach, Nick, ich wusste nicht, dass du hier bist. Natürlich bin ich hier. Was hast du denn da für eine surreale Sendung geschaut? Was? Nick, heißt das, du kennst den Steel Samurai nicht? Steel Samurai. Er ist ja nur der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen. Jugendliche? Wie jugendlich denn? So 10 Jahre alt? Und warum zum Teufel flippst du dann so aus? Hey, ich bin auch erst 17. Mit 17 bin ich auch noch Teenager. Nicht so wie du, Nick. Hey, sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein Opa. Ich bin selbst erst 4... Ah, ich wollte mich gerade fragen, wie alt ist er denn? 24? Das ist wirklich jung, um schon Anwalt zu sein, oder? Ist man so schnell Anwalt? Ich weiß jetzt nicht, wie lange so ein Studium dauert, aber ich hätte gedacht, länger. Wer es weiß, kann es mir einmal in die Kommentare schreiben. Dann schau es mit mir an. Es ist echt cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt wurden, war Steel Samurai Nummer 1. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Opa! Gut, der Steel Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Seit meinem Prozess ist schon ein Monat vergangen. Der Mord an Mia war eine ganze Weile in aller Munde. Aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei Wright und Partner beachtet. Wie soll ich in diesem Monat bloß die Miete bezahlen? Das wird schon. Ich bin mir sicher, dass ein guter Mandant schon so gut wie vor der Tür steht. Ach. 16. Oktober, 8.14 Uhr. Schlafzimmer von Phoenix Wright. Ich bin gespannt auf die Inneneinrichtung. Ring, ring. Ja, ist ja gut. Ich hab's gehört. Hallo, hier ist Phoenix. Nick! Maya, was ist los? Es ist noch so früh. Der Steel Samurai! Der Steel Samurai! Er wurde verhaftet! Hä? Der Typ aus der Serie? Ja! Es heißt, der Steel Samurai hätte einen Schurken getötet. Dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen. Ja, im Fernsehen. Nein, er hat es tatsächlich getan. Im richtigen Leben, meine ich. Er hat einen Schurken mit seinem Samurai-Speer aufgespießt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Komm einfach nur schnell ins Büro, bitte, Nick. Piep. Wir haben... Nein, ich war so gespannt auf die Inneneinrichtung. Wie wir durften das Schlafzimmer nicht sehen. Kommt schon, ein Phoenix im Schlafanzug hättet ihr uns geben können, wenigstens. Ah, tragisch, tragisch. 16. Oktober, 9.22 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Da schläft er aber auch lange, wenn er um 8 Uhr noch so verpennt ist. Naja, gut, weiß ich jetzt nicht, wie so ein Anwaltsschedule ist, aber die meisten Leute sind doch um 8 schon so out and about, oder? Maya ist schon da und sie sieht fern.
Jetzt die Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers wurde gestern verhaftet. Powers spielt die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Steel Samurai Krieger aus Neo Old Tokyo. Ist Neo nicht neu? Neo Old? Ist das ein Widerspruch? Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken Böser Richter gespielt hat. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des bösen Richters gefunden. Der Samurai-Speer steckte noch in dem Körper. Die Polizei hält diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Oh, Maya ist ganz traurig. Das muss ein Scherz sein. Nein, das ist ein Albtraum. Das Ende des dieses Samurai, das ist das Ende der Welt. Ring, ring. Na, ja, komm. Piep. Oh, ich finde cool, dass sie daran gedacht haben. Guck mal, das ist dasselbe Handy, wie es im letzten Fall war. By the way, wie cool ist denn bitte der Nachname Powers? Und dann spielt er auch noch einen Samurai. Das ist schon unfair. Ich hätte auch gern so einen coolen Nachnamen. Also falls irgendwer mit Nachnamen Powers heißt und so, ne, mir den abgeben möchte, sag gerne Bescheid. Oder Rainbow. Rainbow wäre auch ein cooler Nachname. Dann klinge ich wie so ein My Little Pony. Ja? Kanzlei, Wright und Partner? Was? Nick! Es ist der Steel Samurai! Was? Ja, natürlich. Wir sind gleich da. Piep. Lass uns gehen, Nick. Gehen? Wohin? Sie haben den Steel Samurai in die Strafanstalt gesteckt. Ja, und? Ah, Phoenix, jetzt komm. Und dann wunderst du dich, warum du deine Miete nicht zahlen kannst. Potenzielle Mandanten und du bist so, hä, ja, was sollen wir bei dem, den verteidigen oder was? Also habe ich entschieden, dass das unser erster Fall sein wird. Oh, ich kann schon untersuchen. Ja, wir könnten auch erstmal hingehen, oder? Was soll denn hier groß sein? Wir können uns das alles angucken. Mias Lieblingstopfpflanze. Maya hat sie in letzter Zeit so oft gegossen, dass sie jetzt etwas aufgedunsen ist. Entweder will Maya, dass sie wächst, oder sie verfeinert nur ihre Wasserfoltermethode. Oh Gott, das finde ich sehr gut. Baum, nimm das! Waterboarding! Und jetzt gesteh endlich, was du gesehen hast. Okay, es gibt also tatsächlich leicht neue Dialoge. Na komm, dann gehen wir da schnell durch. Das Poster eines alten Films, den Mia mochte. Ich habe mir schon überlegt, ihn auch mal anzuschauen. Dann ist mir aufgefallen, dass der Titel des Films nicht auf dem Poster steht. Stimmt. Schlechtes Filmposter, oder? Hier stehen unheimlich viele juristische Bücher. Erschreckend ist nur, dass ich sie jetzt alle lesen muss. Ey, also ganz ehrlich, wenn du wirklich Anwalt geworden bist und das studiert hast, dann hast du schon so viele Jura-Bücher gelesen. Mias Schreibtisch. Also eigentlich ist es ja jetzt mein Schreibtisch. Wenn ich hier sitze, fühle ich mich wie ein echter Profi. Okay, aber kein Bock, Jura-Bücher zu lesen, ha? Huh? Draußen ist es richtig schön. Das Hotel gegenüber ist zurzeit immer voll. Da ist der Page, der fröhlich das Zimmer putzt. Ah ja, haben sie jetzt wirklich so ein Mordhotel draus gemacht? Das wäre lustig. So, reden? Was zu tun ist? Nun, was sollen wir tun? Was wir tun sollen? Wie kannst du einfach nur so rumsitzen? Wir müssen zur Strafanstalt, um den Steel Samurai zu treffen. Ich frage mich, ob sie diesen Fall untersuchen oder nur die Studios besichtigen möchte. Warum nicht beides, Phoenix? Ich setze aufs Besichtigen. Und Ideen? Wir haben noch nicht genug Informationen, auf die wir die Verteidigung stützen können. Gib's einfach zu, du hast keinen Stimme, was passiert ist. Nein, wir haben einfach nicht genug Informationen. Und schon ist sie wieder pissig. Wir hatten sie ganz kurz happy, Phoenix, und dann musstest du was sagen. So, was habe ich denn so im Inventar? Nur die Anwaltsmarke, so wie es sein sollte. Na dann, gehen wir doch mal in die Strafanstalt und gucken uns da um. 16. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Der sieht nicht aus wie ein Samurai, muss ich sagen. Also Samurai habe ich mir anders vorgestellt. Er kann ja trotzdem einen Schauspieler, ne? Ich, just saying. Stimmt was nicht, Maya? Da ist er, in Fleisch und Blut. Das ist wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Will Powers, unser Mandant. Das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber er war es ganz sicher. Mord, wenigstens einmal, vielleicht auch zweimal. Hoppla, was sagst du denn da? Ja? Stimmt etwas nicht? Nein. Na, das fängt ja gut an. Warum denkt sie, er war's? Ich weiß. Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Ah, nein. Nein, es ist okay. Das ist mein wahres Gesicht.
Als ich die Rolle des Stil-Samurai mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie wieder öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie, ich wollte ihre Träume nicht zerstören. Oha, was hat er denn für Komplexe? Gilt das als mies hässlich in dieser Welt? Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht sind meine Standards auch zu niedrig. Aha. Ich denke, das war egal. So viel zum Thema Träume. Ich frage mich, was Sie jetzt von Steel Samurai halten. Nick. Was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ja? Er war es nicht. Maya, du kannst aber auch nicht alle 2 Sekunden deine Meinung ändern. Finde ich. So, okay. Sollen wir auch nochmal untersuchen? Komm, wir gehen schnell durch. Was haben wir hier? Kamera? Eine Kamera. Bitte lächeln. Cheese. So, was ist mit dem Typ? Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Er scheint in Bewunderung von Will Powers zu erstarren. Ja, ich sehe auch, wie er total erstarrt ist. Kann ich hier noch auf dem Fenster gucken? Nö. Na dann, reicht auch. So, reden wir doch mal mit dem guten Mann. Was ist denn passiert? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Naja, es ist ja auch gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in die Global Studios gekommen. Morgens um 10 Uhr haben wir einige Action-Sequenzen geprobt. Für 17 Uhr war dann eine Probe angesetzt. Hä? Erst haben wir geprobt und dann war eine Probe. Das Leben als Schauspieler ist echt hart, ne? Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelte sich die Besetzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesunken neben dem Set gefunden. Warum denken Sie, du es warst? Oha, das Loch ist ja echt... Wow, da könnte man Golf spielen, ey. Sie nahmen ihm die Maske ab und entdeckten, dass Jack Hammer war. Tot. Er war mit dem Samurai-Speer fachmännisch aufgespießt worden. Dem Samurai-Speer? Haben Samurai nicht irgendwie, ich weiß nicht, Katana oder so? Ja, das ist ein langer Speer, den der Steel Samurai als Waffe verwendet. Okay, was ist denn der Steel Samurai? Vielleicht können Sie mir erklären, was genau der Steel Samurai ist. Nick, wie kannst du so etwas sagen? Ich entschuldige mich für meinen Partner, Sir. Er ist neu in diesem Metier und nicht ganz auf dem Laufenden. Hey, wer ist hier neu in diesem Metier? Ach, das ist schon in Ordnung, wirklich. Der Steel Samurai ist die Hauptfigur in einer beliebten Kinderserie. Er streift durch die Straßen von Neo Old Tokyo und bestreitet Kampf um Kampf gegen den bösen Richter und seine Schergen. Natürlich besiegt er den bösen Richter nie endgültig, obwohl er ihn dieses Mal richtig besiegt hat, fürchte ich. Verstehe. Neo Old Tokyo? Wer denkt sich denn solchen Namen aus? Ja, okay. Das ist jetzt aber ein bisschen brutal, ne? Ich frage mich, was geplant war eigentlich für die Folge, ne? Wenn beide am Boden lagen, wäre wahrscheinlich war es er dann, ne? Wahrscheinlich sollte eigentlich der Steel Samurai und dann aber nochmal auferstehen für einen letzten Schlag oder sowas in der Richtung. Könnte ich mir gut vorstellen. So, hat er denn ein Alibi? Nun, wo waren Sie denn am Tag des Mordes? Nun, an diesem Morgen bin ich um 9 Uhr ins Studio gekommen. Wir sind bis Mittag die Action-Szenen durchgegangen. Die Probe sollte um 17 Uhr stattfinden, aber ich war müde. Also habe ich nach dem Mittagessen in meiner Umkleide ein Nickerchen gemacht. Als ich aufwachte, war es schon nach 17 Uhr. Ich kam zu spät zu der Probe. Ich eilte zum Studio und alle dort standen unter Schock. Ich wurde sofort verhaftet und hierher gebracht. Er hat also den gesamten Nachmittag des Mordes verschlafen? Ja, und dementsprechend kein Alibi, ne? Wenn er alleine da in der Umlade gepennt hat und dann auch noch so, ne, alle finden die Leiche und dann kommt er auf einmal und ist so, oh, was ist denn hier geschehen? Ja, das wirkt jetzt leicht verdächtig, aber so richtig Beweise habe ich hier noch nicht gesehen, ne? Was für ein Actionheld. Was werden die Kids bloß denken? Ich sollte wohl mal den Tatort unter die Lupe nehmen. Richtig, die Global Studios. Ich zeichne Ihnen einen Plan. Klasse! Nick, auf geht's! Ich wette $10, dass sie auf Autogrammjagd geht. Warum wollte sie noch kein Autogramm von Powers? Achso, naja gut, er ist hinter Glas. Vielleicht kann er keinen. Ja, okay, fair enough. Na dann, gehen wir doch mal zum Studio-Haupteingang. Noch ein mysteriöses Fragezeichen, bald schon komplett untersucht von uns. 16. Oktober, Global Studios Haupteingang. Toll! Hier wird also die Serie von Steel Samurai gedreht. Gigantisch! Bist du gar nicht aufgeregt? Hey, sieh da!
Wenn sie rein wollen, müssten sie an mir vorbei. Old Bag heißt es nicht so viel wie so alte Schachtel? Tut mir leid. Wir sind Anwälte. Ach ja, nun das ist toll. Ich bin vom Wachdienst. Und es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Schaulustige wie Sie draußen bleiben. Schaulustige? Schaulustige, neugierige Touristen. Ich kenne Ihre Sorte. Sie haben von dem Vorfall gehört und jetzt schnüffeln Sie herum. Die Jugend von heute. Etwas Schreckliches passiert und ist vorgefallen und Sie kamen... Was? Oder arbeiten Anwälte? Ich sollte auch anwenden. Tolles Leben nach dem Gasttag. Und die Dinge sind noch anders, ja? Komische Hippie-Klamotten hier. Was ist nur mit den Jugendlichen los? Mein eigener Sohn hier. Okay, ich konnte nicht alles lesen, was sie gesagt hat. Aber sie hat einen Haufen Zeug geschwafelt, halt von wegen, ne? Runter von meinem Rasen und so. Nick? Werde ich auch mal so sein wie sie? Sag bitte nein. Weiß nicht, schon möglich. Hey, hört gefälligst zu, wenn man mit euch redet. Ah, die heutige Jugend. Okay, du, ich schaue mich hier erstmal um, ne? Ist cool, ne? Der Computer, der die Überwachungskameras der Studios steuert. Hey, nicht anfassen. Okay, es gibt also Überwachungskameras. Na, das sollte doch helfen, oder? Die Waschstation. Nach dem Berg auf ihrem Tisch zu urteilen, scheint die Wachfrau Junkfood zu mögen. Ich kann den Computer sehen, der die Überwachungskameras steuert. Okay, was haben wir hier? Ist das ein Plan? Ein Übersichtsplan des Studios. Rechts von hier befindet sich der Personalbereich. Links sind die eigentlichen Filmstudios. Okay, dann müsste er ja... Also sie waren ja vor dem Studio, ne? Und er war ja im Personalbereich, also der Powers. Der hat ja da gepennt. So, das Haupttor zum Studio. Gestern gab es hier eine Szene, als sich Schaulustige gegen das Tor pressen. Was willst du das denn wissen? Achso, naja, gut, vielleicht aus Nachrichten. Sieht wie ein Studio-Van aus. Wahrscheinlich wird damit Filmausrüstung transportiert. Okay, hier ist noch ein Gebüsch, aber das ist alles uninteressant. Ich glaube, dann haben wir alles. So, dann reden wir doch mal mit der guten alten Schachtel. Die Studios. Was machen Sie also hier in den Studios? Wir bei Global Studios lassen Kinderträume wahr werden. Übrigens, als ich noch jünger war... Nein, Sie waren ein Star? Leider nur ein kleines Funkeln zwischen den Stars hier, meine Liebe. Oh. Mit den Studios ist wirklich bergab gegangen. Aber vor 10 Jahren war es noch ein Studio der Träume. Hammer war damals auch noch ein großer Star. Er war... Hammer? Das Opfer, Sie Dummkopf. Der böse Richter. Er wurde dazu degradiert, nur noch Schurken zu spielen. Nicht gerade tolle Rollen. Ja gut, aber Schurken sind ja auch große Rollen. Also, ja, ne, ist vielleicht kacke, wenn die Kinder einen alle doof finden, so, ne? Aber gibt bestimmt auch Kinder, die ihn cool finden. Und Schurken sind schon, also es gibt schon echt bekannte Schurken, oder? So, Will Powers, was sagt sie denn zu dem? Können Sie mir etwas über Herr Will Powers erzählen? Er ist kein schlechter Junge, aber lassen Sie sich von seiner Maske nicht täuschen. Ohne sie würden Sie auf der Mattscheibe... würden Sie ihn auf der Mattscheibe nicht sehen wollen, ganz ehrlich. Kleine alte Damen, die ihn so sehen, müssen sich wohl übergeben. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, dass der Stil-Samurai seine große Chance sei. Keiner hätte gedacht, dass er in der Lage wäre, den armen Jack Hammer das anzutun. Wir wissen nicht sicher, ob Will Powers schuldig ist. Powers? Oh, natürlich ist er schuldig. Woher ich das weiß? Ich weiß alles. Das ist mein Job hier. Anscheinend, also ich meine, ich lerne hier einiges, ne? Offenbar Leute, die komplett in Pink gekleidet sind, Standard. Sieht man jeden Tag. Leute, die so eine Jacke anhaben, total das auffällige Outfit. Leute, die so aussehen wie dieser Powers hier, grottenhässlich. Will niemand sehen. Dieses Universum ist wild. So, Herr Hammer, was kannst du uns denn zu dem erzählen? Was für eine Person war Jack Hammer? Was für eine Person? Ah, wenn ich das nur wüsste. Jack Hammer wird in vielen Herzen als der ultimative Actionheld weiterleben. Er war einfach überragend in der Serie Dynamite Samurai. Hätte ich davon schon mal gehört haben sollen. Aber es gab vor 5 Jahren einen Drehunfall. Unglücklicherweise bedeutet das einen Karriereknick für ihn. Zum Schurken in einer Kinderserie degradiert. Außerdem haben sie ihm kaum noch was gezahlt, heißt es. Traurig ist das.
Okay, da könnte aber auch mehr dahinter stecken, ne? Wenn so auf einmal spielt er nur niedrig bezahlte Rollen, da rieche ich doch irgendwie Erpressung oder irgendwie sowas. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Mal gucken. Verdachtsmoment. Warum sind Sie sich so sicher, dass Herr Paus der Mörder ist? Gestern stand ich genau hier, okay? Ich war hier von 13 Uhr bis 17 Uhr, als Sie die Leiche fanden. Nun, das Studio, wo der Mord geschah, befindet sich links von hier. Wenn Sie also zu dem Studio gehen müssen, müssen Sie an mir vorbei. Nur eine Person ging in der Tatzeit zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbei. Und diese Person war Herr Powers? Ja, ich habe ihn gesehen. Aber Herr Powers sagt, er hätte in der Umkleide geschlafen. Ach, natürlich behauptet er das. Er ist ja nicht dumm. Aber er war der Einzige, der hier vorbeiging. Er ist der Mörder, darauf können Sie Gift nehmen. Ist es nicht langsam an der Zeit, dass Sie nach Hause gehen? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Also eigentlich sind wir auf Herr Powers Bitte hier. Oh, Sie sahen mir doch gleich verdächtig aus. Zeigen Sie mir mal eine Anfrage von ihm. Vielleicht lasse ich Sie dann herein. Die Dame hier glaubt wohl, dieses Gelände gehört ihr. Okay, wir haben keine Anfrage, ne? Ja, nee, wir haben nichts. Ey, wir haben nicht mal den Plan. Meinte er nicht, er hat uns einen Plan gezeichnet? Okay, dann müssen wir nur nochmal zurück. Aber das sollte ja kein Problem sein, das von ihm zu besorgen, oder? Hallo, wie war's im Studio? Sie denken alle, ich wär's gewesen, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Stimmt doch, Nick, oder? Ja, überhaupt nicht. Schlimmstenfalls sind sie ein Verdächtiger. Oh. Okay, ja, ich bräuchte halt... Ja, genau, und die Wachfrau. Zu der Wache am Haupteingang zu diesem Studio. Ach, die Wachfrau. Sie ist schrecklich. Sie sagte, dass ich verdächtig aussähe. Ja, das hat sie zu mir übrigens auch schon gesagt. Nehmen Sie diese Maske ab. Das hat sie, glaube ich, gesagt. Sie leckt allen hohen Tieren im Studio die Stiefel. Aber wenn sie dich einmal stolpern sieht, lässt sie dich nicht mehr in Ruhe. Ach, sie ist so unverschämt. Würden Sie förmlich in einem Brief darum bitten, dass ich sie vertrete? Natürlich. Okay, Dokument, das beweist, dass Will Powers einen Anwalt sucht. Sehr gut. Das haben wir jetzt. Ich hoffe nur, dass ich damit an der Wachfrau vorbeikomme. Ja, ich auch. Aber wir hatten doch noch was. Genau, das Alibi. Warum ist da kein Häkchen dahinter? Herr Powers, Sie verbergen doch hoffentlich nichts von mir, oder? Was? Nein, das würde ich nie tun. Eben haben Sie gesagt, dass Sie nach dem Mittagessen in der Umkleide geschlafen haben. Ja, wie ein Säugling. Aber die Wachfrau hat gesagt, sie hätte sie an diesem Tag gesehen. Sie sagte, sie hätten sie auf dem Weg zum Tatort gesehen. Was? Das ist nicht möglich. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich habe geschlafen. Ehrenwort. Herr Powers, wenn Sie möchten, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie mir die Wahrheit sagen. Ich bin neu in diesem Anwaltsgeschäft und muss jeden Vorteil nutzen. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich schwöre beim Grab meiner Mami, dass ich geschlafen habe. Vielleicht hat die Wachfrau nur geglaubt, mich gesehen zu haben. Was hat sie gesehen? Er scheint nicht zu lügen. Ah, okay. Kann natürlich sein, dass es nur jemand in dem Kostüm war, ne? Dass sie dachte, er wäre das, weil sie halt das Kostüm gesehen hat. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier offiziell den Brief, meine Dame. Meine Dame, schauen Sie. Dies ist eine Anfrage von Herr Powers. Hä? Huh? Ja, tatsächlich. Ich erkenne die kindliche, grobe Klaue. Gab der Wachfrau Powers die Anfrage, okay. Sein Schicksal, Jugendlichen mit so unverlässigem Aussehen anzuvertrauen. Wirklich? Wirklich? Jedenfalls dürfen Sie durchgehen. Aber nur nach links zu den Studios. Nach rechts dürfen Sie nicht. Das ist der Personalbereich. Keiner darf rein, meine Liebe. So lauten meine Anweisungen. Der gute Inspektor hat es mir persönlich gesagt. Hey, hey, Nick! Hä? In der Waschstation gab es Pläne. Ah, oh, jetzt haben wir die Pläne. Hey, nicht schlecht. Haupteingang, Tor, Umkleide. Ach, dann waren wir gar nicht am Haupteingang. Dann waren wir hier an diesem Tor, oder? Okay, ja, aber dann muss sie ja wirklich gesehen haben, wer da durchkommt, ne? Die kosten jeweils 50 Cent. Dankeschön. Nun, lass uns gehen, Nick. 50 Cent. Okay, anscheinend haben wir 50 Cent dabei. So, gut. Mehr habe ich nicht. Na, dann bewegen wir uns mal weiter. Und zwar Studio 1, außen. Oh, da ist eine kopflose Statue. 16. Oktober, Eingang Studio 1. Hey, sind Sie nicht der Mörder von neulich?
Ey, Gamshu, also bitte, nur weil wir beide angeklagt wurden als Mörder, heißt doch nicht, dass wir schlechte Anwälte sind. Ah, der verwirrte Inspektor. Hey, mein Lieber, Sie wissen, dass Ankläger Edgeworth ihretwegen sehr verärgert ist. Ich habe gesehen, wie er Tee nippte und bedrückt aus dem Fenster starrte. Na und? Hey, wenn er bedrückt ist, dann ist das allein Ihre Schuld, weil Sie schlampig ermitteln. Da fällt ihm nichts ein. Inspektor? Ich glaube, du hast deine Gefühle verletzt. Oh nein, es tut mir leid. Nun, ich denke, es ist leicht, seine Gefühle zu verletzen. Oha, wie judgy die beiden sind. Sie haben recht, Kumpel. Es ist meine Schuld. Ich kann nur noch so sehr den anderen die Schuld geben, aber ich kenne die Wahrheit. Hey, hey, nehmen Sie es nicht so schwer. Der nächste Fall kommt bestimmt. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Hey, was genau machen Sie beide hier? Nun ja, wir arbeiten auch an diesem Fall, mein Lieber. Hey, Sie können nicht einfach so mein Lieber sagen und gehen. Das ist meine liebenswerte Charaktereigenschaft. Der ist schon so ein Charakter. Okay, wir haben Inspektor Gamshu, wie immer. So, was haben wir denn hier eigentlich? Was mit der Statue? Das Studio-Maskottchen. Ich denke, es ist wohl irgendein Affe. Aber welche Affenart hat eine derartige Nase? Er hält ein Schild in seiner Hand. Rechts zu Studio 1, links zu Studio 2. Also das hält er nicht wirklich in der Hand, ne? Was ist mit dem Ding los? Es sieht irgendwie kaputt aus. Na, ich bin sicher, das muss so. Kopfloser Affe ist doch ein gutes Symbol für so ein Kinderstudio. Oh, der Wind war gestern zu heftig und der Kopf ist abgebrochen. Dabei hat es auch den Baum dort getroffen. Den Baum kann ich dann auch nochmal untersuchen. Ich kann mir die Blätter angucken. Inspektor Gamshu, was befindet sich da links auf dem Weg? Sieht so aus, als wäre ein Baum quer über den Weg gefallen. Ah ja, dieser Weg ist nicht ungefährlich. Bleiben Sie lieber besser weg, mein Lieber. Da hinten gibt es sowieso nichts zu sehen. Dort war früher mal Studio 2, hat man mir gesagt. Heute wird es allerdings nicht mehr benutzt. Okay, haben die schlechte Zeiten hier im Studio, oder was? Ich bin etwas groggy. Vielleicht ruhe ich mir ein bisschen aus. Hey, gute Idee, mein Lieber. Inspektor, ermitteln Sie nicht in diesem Fall? Ja, aber... Hey, wir Ermittler werden auch mal müde vorm Rumstehen, meine Liebe. Okay. Aber gegen Phoenix, dass der sich hinsetzt, hat sie gar nichts gesagt. Ne? Der wollte genauso faulenzen, Maya. Also wenn schon, musst du alle ankacken. Hey, hier gibt's eine Kamera. Die Überwachungskamera. Sie macht Fotos von den Leuten, die zum Studio gehen. Man muss sich nur die Daten ansehen und man erfährt, wer wohin gegangen ist. Da ist ein Nummernschild an der Kamera. ST1307. Das muss die Kennziffer der Kamera sein. Ah, oh, vielleicht können wir so unterscheiden, ob, ne, welche Kamera welches Foto gemacht hat später. Über dem Weg hängt ein großes Willkommensschild. Ja, das Studio macht wohl schwere Zeiten durch. Allerdings lassen sich Leute an drehfreien Tagen rein. Sie verdienen etwas Geld dazu, indem sie Eintritt verlangen. Wow, Sie wissen eine ganze Menge über diesen Ort, Inspektor. Sie könnten jederzeit Ihren Dienst quittieren und hier anfangen, wissen Sie? Ja, und welch ein perfektes Timing für das gebrochene Genick des Affen und all das. Hä? So was denn wieder heißen, Jungchen? So, okay. Hier ist Studio 1. Der Eingang zu Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Hey, sie ist abgeschlossen. So, also sonst bräuchte man einen Kartenschlüssel, um reinzukommen. Ist verständlich, dass sie keinen außer die Angestellten reinlassen wollen. Aber warte mal, wenn man einen Schlüssel braucht, das grenzt ja den Kreis der Verdächtigen auch ein, oder? So, ich glaube, mehr haben wir hier tatsächlich nicht, vermute ich. Das heißt, als nächstes müssen wir mal den guten Gamshu befragen. Die Ermittlungen, wie läuft's denn so? Nun, wie laufen Ihre Ermittlungen, Inspektor? Naja, hey, das darf ich nicht sagen, Jungchen. Nick, vielleicht solltest du bei deinen Fragen nicht immer ganz so direkt sein? Du hast recht. Inspektor, dürfte ich mir mal ansehen, was Sie haben? Was ich habe? Den Autopsiebericht, die neueste Fassung, wenn das möglich wäre. Richtig. Tut mir leid, was da beim letzten Mal passiert ist, mein Bester. Okay, Todesursache, Speer durch Stach, Brust. Gute Todesursache. Und 15.10.14.30 ist er gestorben. Grund zur Festnahme. Warum wurde Herr Powers festgenommen? Ganz einfach, mein Lieber. Der Mord geschah direkt dort drüben, im Studio 1. Nun, das Opfer betrat das Studio 1 ungefähr um 13 Uhr.
Zu dieser Zeit war niemand aus dem Opfer im Studio. Laut Obsessivbericht traf der Tod um 14.30 Uhr ein. Nur eine Person ging zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr zum Studio. Und diese Person war niemand anderes als Will Powers. Niemand sonst, Junge. Wenn Sie meinen, ich würde lügen, fragen Sie doch die Wachfrau am Haupteingang. Ja gut, aber zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr, also theoretisch kann der Mörder ja schon seit 10 da gewesen sein, ne? Just saying. Nick, wenn das stimmt. Jeder würde denken, dass Paus der Täter war bei solchen Beweisen. Danke für die Aufmunterung. Okay, und die Wachfrau? Ist die charmant zu ihm gewesen? Zu der Wachfrau? Ah, die süße alte Dame, die ist wirklich charmant. Hä? Sprechen wir von derselben Person? Ja, uns wurde doch erzählt, dass sie nach oben Speichel leckt, ne? Als ich ihr meine Dienstmarke gezeigt hat, gab sie mir einen Donut und einen Kaffee. Denk an das, was Powers gesagt hat. Sie hat eine Schwäche für Autorität. Ja, genau, sag ich doch. Sie hat mir sogar ein wichtiges Beweisstück gegeben. Was? Was denn für ein wichtiges Beweisstück? Na, wahrscheinlich das Bild davon, dass er hier hingegangen ist zum Studio, ne? Ja, dieses Foto. Das Foto des Stil-Samurai auf dem Weg zum Schauplatz des Verbrechens. Was? Wer hat das gemacht? Sehen Sie die Kamera dort oben auf dem Tor, meine Liebe? Das Tor? Sie meinen das mit dem Willkommensschild? Ja, immer wenn jemand vorbeigeht, macht die Kamera automatisch ein Foto. Oh nein! Nick, er hat einen Beweis. Wir sind erledigt. Komisch, für jemanden mit einem sicheren Beweis sieht er nicht allzu glücklich aus. Was ist los, mein Lieber? Sie sehen so fertig aus. Schauen Sie nicht so fröhlich, wenn Sie das sagen. Wir würden den Mitarbeitern gerne ein paar Fragen stellen. Klare Sache, meine Liebe. Gehen Sie, wohin Sie möchten. Sie werden natürlich keine Hinweise finden, die ich nicht schon entdeckt habe. Ich bin froh, dass wenigstens einer hier seinen Spaß zu haben scheint. Nick, lass uns gehen. Wir dürfen uns frei auf dem Gelände bewegen. Das ist die Chance, sich mal umzusehen. Okay, wo können wir denn dann überall hin? Hä, nur zum Haupteingang? Was soll das denn? Nick, sieh mal! Diese Wachfrau ist in der Wachstation und stopft Donuts in sich rein. Ich glaube, alle Bullen mögen Donuts. Ja, und die sind weich genug, dass sie sie nicht kauen muss. Hey, Sie! Nun, haben Sie sich schon überzeugt, dass Paus schuldig ist? Ugh. Sie muss mir das Leben schwer machen, indem sie das Foto Inspektor Gumshoe gab. Ja, ich würde das Foto halt gern mal sehen. Kann ich... Ah, jetzt kann ich in den Personalbereich. Okay, na dann. Nix wie hin. 16. Oktober, Global Studios, Personalbereich. Nick! Hier wird all das Zeug hinter den Kulissen gemacht. Hey, sieh mal, das ist die Umkleide von Powers. So kurz nach dem Mord wird wohl noch niemand hier sein. Sehen wir uns mal um. Ja, erstmal will ich hier mich umgucken. Hier ist ein Fenster. Ein Fenster zur Umkleide. Die Scheibe ist aus Milchglas. Ich kann nicht hineinsehen. Okay, Will Powers. Das ist ein Schild an der Tür der Umkleide. Herr Will Powers. Es muss toll sein, ein Star mit eigener Umkleide zu sein. Ja, aber kein Stern auf der Tür, ne? Die Tür zur Umkleide, sie ist nicht abgeschlossen. Hey, Nick, schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir ein Souvenir? Was meinst du mit finden? Man kann ja nie wissen. Vielleicht ist dort sowas wie der Samurai-Speer. Wir brauchen keinen Speer. Außerdem ist das die Tatwaffe, oh Mann. Gibt bestimmt mehrere, ne? So, okay. Hier ist irgendwelche Wäsche. Hier ist Müll. Mal sehen. Cola, Schokoriegel, Chips, Kaugummi. Ha, alles ist so normal. Ich hätte ein paar coole Samurai-Snacks erwartet. Wenigstens Popcorn. Moment, schau mal. Samurai-Soda. Nick, probier mal. Ladies first. Okay, der Müll ist also doch nichts. So, was haben wir hier? Das muss der Lagerraum sein. Dort wird die Filmausrüstung aufbewahrt. Wow, Nick, du kennst dich ja aus in der Branche. Was sollen sie sonst in einem Filmstudio lagern? Guter Punkt. So, hier ist noch ein Samurai-Soda. Die Reste vom gestrigen Mittagessen liegen noch rum. Es waren wohl alle zu schockiert, um aufzuräumen. Da ist ein T-Bone auf dem Teller, aber ohne Steak. Hm, T-Bone-Steak. Das hätte mir auch geschmeckt. Du hattest eben erst einen Burger. Ja, aber ich habe einen extra Magen, nur für Steaks. Was? Ist das wichtig? Ist das ein Beweis? Ich bin unsicher. Außerdem überlege ich, also... Oh, es gibt noch eine andere Seite.
Ich überlege, ob das Steak wieder ersetzt wurde, ne? Weil den Eindruck hatte ich ja bei den Burgern schon, ob das im Original Japanischen wohl irgendwas anderes zu essen war. Und ne, für uns Westländer wurde quasi was für uns normaler ist gemacht. So, vielleicht war da eigentlich Ramen oder Onigiri oder sowas. Da gibt es ja auch diese Pokémon-Clips, ne? Könnte ich mir schon vorstellen. So, hier ist ein Fahrrad. Sieht aus, als wäre eins von diesen Fahrrädern mit Elektromotor. Ich weiß nicht. Ich meine, was soll das? Bergauf fahren ist damit um einiges leichter. Fährt man nicht Fahrrad, um Bewegung zu haben? Ja, man hat ja trotzdem mehr Bewegung als im Auto, oder? Also, ich finde das schon nicht schlimm. Was ist hier? Das Gitter, mit dem das Abflussrohr abgedeckt war. Es ist etwas verbogen. Ich glaube nicht, dass es nochmal passen würde. Ja, aber was ist denn da drin? Wurden hier Beweise versteckt? Das Metallgitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Das ist ein ziemlich großes Abflussrohr. Da passt leicht ein Kind durch, wetten? Ja, wenn du dich so reinmogelst, müsstest du am Tor keinen Eintritt zahlen. Nun, wenn du hier raus willst, lass dich nicht aufhalten. Genau. Hey, ich bin kein Kind mehr. So, okay, was haben wir hier? Das ist eine halbfertige Kulisse für eine Bühne. Sieht aus wie eine Burg. Wahrscheinlich die Burg von Neo Old Tokyo. Okay, mehr haben wir hier scheinbar nicht. Hier sind noch mehr Rippchen, aber die kennen wir ja schon. Okay, wie kommen wir denn nochmal? Ne, hier ist die Akte. Wie kommen wir denn nochmal ins Bewegen? Ah, hier. So, dann gehen wir doch mal in die Umkleide. 16. Oktober, Global Studios, Umkleide. Umkleide von Powers. Hier hat er also geschlafen? Zumindest behauptet er, hier geschlafen zu haben. Niemand hat gesehen, dass er tatsächlich hier geschlafen hat, oder? Warum hat er eigentlich nur Powers eine Umkleide? Müsste da nicht auch noch eine Umkleide von Hammer und... Ich weiß nicht, ich nehme an, es gibt auch noch andere Schauspieler, oder? Richtig, da ist ein Bild in der Nähe, nee, von ihm in der Nähe des Tatorts. Ich hoffe, er sagt die Wahrheit, um seinetwillen. Okay, dann untersuchen wir mal. So, okay, wir haben hier so eine Perücke. Es ist wild, wie er die aufkriegt mit seiner Frisur. Hier stehen massenhaft Kosmetikprodukte rum. Oh, das ist die Perücke, die er in Samurai Boogie Woogie trug. Nick, probier sie an. Nein. Wie kannst du einen Film allein an einer Perücke erkennen? Mag eben Samurai-Filme irgendwie. Okay, aber wisst ihr, was ich mag? Ich habe schon keinen Nick im Pyjama gekriegt. So ein Nick mit so einer Perücke. Das würde das auf jeden Fall wieder wettmachen. Irgendwie? Ach, verdammt. Nick, ich bin enttäuscht. Hier ist ein Spiegel. In Umkleiden sind immer solche Spiegel. Mein Haar ist immer noch schön stachelig, genau wie ich es mag. Wenn du es gut findest, Phoenix, dann unterstütze ich dich da voll. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass du mal behauptet hast, du schneidest dir eine Glatze nach dem letzten Fall. Also, ich warte noch drauf, ne? So, was haben wir hier? Das muss die Tasche von Powers sein. Hey, nicht öffnen. Schau mal. Ein Personalkartenschlüssel. Das muss der von Powers sein. Da steht Studio 1 drauf. Nimm sie, Nick. Ausleihen. Du meinst ausleihen. Ja. Kartenschlüssel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Jetzt können wir zu Studio 1, ne? Eventuell. Ist da noch was drin? Ich frage mich, was sonst noch in Powers Tasche drin ist. Hör auf damit. Meine Partnerin, die Diebin trainiert. Ey, Diebin ist doch auch ein ehrenhafter Beruf irgendwie. Auf dem Tisch liegen einige Knabbersachen. Die sind wohl für das Personal. Tee und Plätzchen. Nick, ich hab Hunger. Dort ist eben erst ein Burger. Ja, aber ich habe einen Extramagen für Süßigkeiten. Wie viele Mägen hat das Mädchen eigentlich? Ey, nichts gegen extra Mägen, ne? So, unter den Kostümen sind auch einige normale Anzüge. Das müssen seine eigenen Sachen sein. Würde es Spaß machen, eins der Kostüme zu tragen? Ich würde sagen, du hast schon eins an. Ja, stimmt, ne? Wir erinnern uns, Maya, super auffällig. So, was haben wir hier? Es ist verschlossen. Sieht aus, als hätte er das Fenster nicht oft geöffnet. Wahrscheinlich ist es draußen etwas staubig. So, und hier ist das Bett. Sieht so aus, als hätte jemand darin geschlafen. Vielleicht hat Powers gestern wirklich ein Nickerchen hier gemacht. Ja, ich glaube ihm. Also er war es bestimmt nicht. Bestimmt war das irgendwie die Oma von der Wache oder so. So, aber das heißt, wir können jetzt nach Studio 1, oder? Okay, erstmal kann ich nur in den Personalbereich. Dann zum Haupteingang
Und jetzt Studio 1 außen. Dass wir so gehen müssen, nervt mich ein bisschen. Ich dachte, wir können direkt überall hin. Achso, nee. Ich kann doch nicht. Hä, Mist. Muss ich mir hier die Tür nochmal angucken? Unter Umständen? Ja, wahrscheinlich, ne? Der Eingang zu Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Ich frage mich, ob der Kartenschlüssel aus der Umkleide funktioniert. Sie hat sich geöffnet. Klasse, wir sind drin. Sie ist viel zu glücklich für jemanden, der den Schauplatz eines Verbrechens besucht. Okay, den Inspektor stört es auch überhaupt nicht. Na dann, gehen wir doch mal hinein. 16. Oktober, Studio 1. Was ist los? Du bist auf einmal so still? Laufen dir da keine Schauer über den Rücken, Nick? Das weiße Klebeband, das ist so surreal. Nun, der böse Richter ist ja auch hier gestorben. Und der Stier-Samurai hat ihn umgebracht. Die Tatwaffe war der Samurai-Speer. Das klingt für mich ziemlich real. Okay, dann schauen wir doch mal. Die ausladende Kleidung ist irgendwie cool in so einem Tape zu sehen. Sonst hat man bei Tape doch immer nur diese ganz klassischen Menschenumrisse, ne? Jetzt mal so ein krasses zu sehen, ist irgendwie cool, finde ich. So, was haben wir denn hier? Der Umriss von Jack Hammers Leiche wurde mit Klebeband markiert. Als seine Leiche gefunden wurde, steckte sie noch im Kostüm des bösen Richters. Ich glaube, deshalb sieht die Kopfpartie wie ein Helm aus. Komisch, ich hätte erwartet, dass ein Speerstich schon ein paar Blutflecken hinterlässt. Wahrscheinlich hat das Kostüm das meiste aufgesaugt. Oder er ist gar nicht hier gestorben. Er könnte ja auch hergebracht worden sein, ne? Was ist das? Damit wird Licht reflektiert. Das nennt man Auffällschirm oder so ähnlich. Der Assistent hält ihn beim Film in der Hand. Aha. Was? Wo ist auf einmal deine Begeisterung für alles, was mit Unterhaltung zu tun hat? Naja, Beleuchtung ist ja ganz schön, aber ich wäre lieber Regisseur. Oder Stil Samurai. Ich glaube, sie meint das ernst. So, was haben wir hier? Hey, sieh mal, da ist der Stuhl, auf dem der Regisseur sitzt. Ich wollte schon immer mal auf so einem sitzen. Hey Nick, schau dir das mal an. Eine von diesen Schwarz-Weiß-Klappen, die zu Beginn des Drehs, den Beginn des Drehs signalisieren. Und schau da, ein Megafon. Ein richtig echtes Megafon. Fertig, Nick? Action! Dieses Mädchen ist noch verrückter, als ich dachte. Hä, ach komm, Nick, jetzt sei nicht so herzlos, als ob du nicht, als ob ihr nicht. Kommt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Klappe klappen würdet. Also bitte. So, hier ist eine Leiter. Schau, eine Leiter. Das ist eine Trittleiter. Oh, Nick, du bist jetzt aber out. Du hast jetzt den Klugscheißer gegessen, oder? Ach ja, wo ist der Unterschied? Du musst aufhören, Dinge nach engstirnigen kulturellen Maßstäben zu beurteilen, Nick. Richtig, tut mir leid. Jetzt ist sie völlig abgedreht. Aber ich hätte auch gerne den Unterschied gewusst. Wenn jemand weiß, was der Unterschied zwischen Leiter und Trittleiter ist, schreibt es in die Kommentare. Wow, sieh mal die Kamera. Das muss einen Batzen kosten. Ja, also fass sie nicht an. Wow, sie ist schwerer, als ich dachte. Hey, sieh da, nichts anfassen. Tut mir leid. Meine Partnerin ist irgendwie, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Nein, weiß ich nicht. Wer sind Sie? Wer? Ich? Ich arbeite hier als Assistentin. Ich helfe bei den Requisiten. Ich trage sie rum, bestelle neue und so weiter. Wir sind die Anwälte, die Herr Will Powers vertreten. Ah, Sie sind auf WPs Seite. WP? Oder WP? WP? Ich bin unsicher, was am besten klingt. Ich bleib erstmal bei WP. Wenn ihr was anderes besser findet, ihr wisst Bescheid. Heute die Kommentare, es wird so voll, ihr habt so viel zu tun. Ach, Will Powers, WP, ja. Ich beneide sie nicht im geringsten. Aber tun sie alles, was in ihrer Macht steht für WP, okay? Er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun, er muss unschuldig sein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Okay, ich muss allerdings noch ein bisschen was untersuchen. Ich weiß noch nicht, ob ich fertig war. Hier die Kamera nämlich. Wow, sieh mal die Kamera. Die muss... Ah, okay, das hatten wir doch schon. Aha. Okay, ja, wir hatten einfach dasselbe nochmal. So, hier ist so eine Rolle. Hier ist noch ein Bühnenbild. Sieht wie eine Kulisse für eine Bühne aus. Die wird wohl für die Serie Steel Samurai verwendet. Natürlich, das ist der Berg Neo Fujiyama.
Ich dachte, der Stil Samurai spielt in Old Tokyo. Kann man den Fujiyama von dort sehen? Nicht in Old Tokyo, Nick, in Neo-Old Tokyo. Ah ja, richtig. Nick hat gar keinen Bock mehr, glaube ich. Der hat den Fall schon abgeschlossen. So, wie dem auch sei, dann haben wir uns jetzt fertig umgeguckt. Dann reden wir doch mal über den Tag des Verbrechens. Können Sie mir irgendwas zum Tag des Mordes sagen? Ja, ich war den ganzen Tag im Studio. Ich war die einzige Assistentin, die an diesem Tag im Einsatz war, verstehen Sie? Nur eine Assistentin? Nun ja, den Studios geht es derzeit nicht so gut. Und gestern waren nur Proben für unsere Actionsequenzen. Verstehe, prima. Aber sag mal, also, wenn es, wie kann das denn sein, dass so alle 10-Jährigen wollen Steel Samurai sein? Es ist die beliebteste Serie ever. Und dem Studio geht's super scheiße? Dahinter zieht doch irgendwer Geld oder so, sonst kann das doch nicht sein. Am Morgen haben wir die Actionsequenzen im Personalbereich geprobt. WP und Hammer waren dort, zusammen mit allen anderen. Der Personalbereich, der ist dort, wo sich Paus Umkleide befindet, richtig? Ja, genau dort. Nachdem Mr. Hammer dort sein Mittagessen verzehrt hatte, ging er zu Studio 1. Dann sah ich WP in seine Umkleide gehen. Aber danach habe ich keinen von beiden mehr gesehen. Okay, und was hältst du von Will Powers? Die scheinen ja Freunde gewesen zu sein, ne? Wenn sie schon so eine coole Abkürzung verwendet. Wussten Sie, dass Herr Powers in seiner Umkleide schlief? Nein, da wäre ich nicht reingegangen, außer ich hätte eine wichtige Nachricht. Ich meine, das ist seine private... Wofür halten Sie mich eigentlich? Wofür? Nein, ich bin mir sicher, dass Sie anständig sind. Tut mir leid. So viel zur Bestätigung von Powers Alibi. Was machen wir, Nick? Wir haben nichts gefunden. Wenn WP der Einzige war, der zum Studio kam, dann muss er der Mörder sein. Sie haben sogar sein Foto. Entschuldigen Sie, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Nicht wirklich. Phoenix, gib das doch nicht so zu. Du musst ein bisschen professionell wirken. Du musst sagen, ja, doch, wir haben sehr viel zu tun, aber was haben Sie denn? Irgendwie so. Übrigens, es gibt da etwas, was mir keine Ruhe lässt. Aha! Davon habe ich gesprochen. Ein Hinweis, eine Spur. Nun, wer weiß, aber gleich nach dem fraglichen Mittag spürte ich, da war jemand. Sie spürten? Ja, mehrmals. Vielleicht andere Mitarbeiter des Studios? Nein, das glaube ich nicht. Das Einzige, was geplant war, war die Probe einer Actionszene. An diesem Tag war ich die einzige Assistentin. Ich habe so ein Gefühl, als wäre jemand von außerhalb da gewesen. Wirklich? Aber warten Sie, wenn jemand hier hineingekommen wäre, hätte die Wachfrau denjenigen dann nicht bemerkt? Ja, da hast du recht. Tut mir leid, dass ich keine bessere Information für Sie habe. Was wir auch einfach, also ich meine, so, ich bin sehr froh, dass es bisher noch keine offiziellen Beweise war. Wobei, nee, stimmt nicht. Im letzten Fall hatten wir die Liste von der toten Mia, die uns einfach den Arsch gerettet hat. Aber es gibt immer wieder dieses, ne, diesen Mediumskram und jetzt auch dieses so, ja, ich spüre was. Aber dass wir quasi das nie so dem Richter sagen, wisst ihr? Es wird nie ein Fall gelöst, weil jemand was spürt, sondern es bringt uns nur auf die richtige Spur. Wie gesagt, außer letztes Mal, das war so ein bisschen Grenze, sag ich mal. Nein, dankeschön. Das hilft uns um einiges weiter. Alles ist hilfreich. Setz mir diese Wachfrau mal etwas unter Druck. Okay. Ich kann aber nochmal drüber reden. Sie spürten also, dass jemand im Studio war, der nicht zur Filmcrew gehörte? Ja, das glaube ich. Das glaube ich wird im Zeugenstand nicht reichen. Nick, mach was. Was ist mit dieser Wachfrau? Wenn jemand anderes ins Studio kam, muss sie ihn gesehen haben. Okay. Na dann, gehen wir doch mal zur Wachfrau zurück. So, wir bewegen uns wieder. Schritt für Schritt natürlich. Wäre ja eine Schande, wenn wir direkt zum Haupteingang kämen. So, aber vielleicht wären es sonst zu viele Orte, ne? Das kann schon sein. 16. Oktober, Global Studios, Haupteingang. Was? Sie sind immer noch hier? Wirklich? Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Okay, na dann quatschen wir doch mal mit ihr. Also, boah, wir haben so viel zu bereden. Erstmal der Fotobeweis. Warum haben Sie uns nichts über das Überwachungsfoto gesagt, meine Dame? Ach das. Ich fand es einfach spannender, gleich mit dem Inspektor persönlich zu reden. Diese Dinge sind wichtig, verstehen Sie?
Ach, gleich links von hier ist das Tor mit der Kamera, die das Foto aufgenommen hat. Es ist mein Job, die Fotos jeden Tag zu überprüfen. Verstehen Sie? Okay, Verdachtsmoment. Diese Wachstation befindet sich in zentraler Lage. Egal wohin man geht, man muss immer an der Wache vorbei. Nun, der arme Hammer ging kurz vor 13 Uhr zum Studio. Der Mord geschah gegen 14.30 Uhr. Klar? Der Einzige, der zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbeikam, war Powers selbst. Die Überwachungskamera hat ihn auch voll drauf. Falls er es nicht war, dann weiß ich nicht, wer sonst. Vielleicht waren sie es. Ach, der war nicht schlecht, Kleiner. Sie glaubt, ich hätte gescherzt. Ich glaube, ich habe nicht gescherzt. Obwohl, diesmal haben wir nicht den Mord gesehen, ne? Das war, glaube ich, der erste Fall, wo wir nicht aktiv schon den Mörder vorher wussten. So, automatische Kamera. Zu der Überwachungskamera. Ach ja, die Kamera. Sie ist automatisch. Sie merkt, wenn jemand durch das Tor geht, verstehen Sie? Dann macht sie ein Foto. Offenbar vermerkt sie auch die Zeit, wenn man ein Foto macht. Aber ich befasse mich nicht mit solchen Details. Ich schaue mir nur alle Fotos am Computer der Wachstation an. Ich überprüfe sie jeden Tag, bevor ich nach Hause gehe. Und zwar immer. Die Assistentin. Was ist? Ich habe diesen misstrauischen Blick in ihrem Gesicht gesehen. Ich wollte sie nochmal zum gestrigen Tag befragen. Sie sind hier um 13 Uhr angekommen, richtig? Und Hammers geschätzter Todeszeitpunkt war 14.30 Uhr. Sie sind sich sicher, dass Paus der Einzige war, der in der Zwischenzeit vorbeiging? So sicher wie nur was? Aber wir haben einen Zeugen, der meint, jemand von außerhalb wäre hier gewesen. Was? Sie sind sich ganz sicher, dass Sie die ganze Zeit aufgepasst haben? Meine Dame? Wer war das? Wer hat Ihnen das gesagt? Wer wagt es, mich in Zweifel zu ziehen? Ah! Nun, Sie igelköpfiger Trottel, sagen Sie es mir, und zwar ein bisschen flott. Hat sich jemand über meine Arbeit beschwert, ja? Wir haben nur eben mit der Assistentin im Studio 1 gesprochen. Mit der? Die hat nicht einmal eine Vollzeitstelle. All ihr jungen Leute heutzutage so, ihr redet und redet, was euch in den Sinn kommt, behauptet dies und das, ohne Rücksicht. Ihr wisst gar nicht mehr, wie das ist, Ältere zu respektieren. Das ist eine Schande. Ah! Okay, ich konnte wieder nicht alles lesen, aber sie ist weg. Nun, Nick, das ist unsere Chance, etwas herauszufinden, ohne das dabei im Nacken zu haben. Ah, wir können uns jetzt den Computer mal angucken. Ich verstehe. Der Computer steuert die Überwachungskameras. Ja, das hatten wir schon. Nick, vielleicht können wir uns dieses Foto von Paus auf dem Computer mal ansehen. Ja, möglicherweise. Soll ich das mit dem Computer probieren? Ja, go. Okay, versuchen wir es. Weißt du, wie man damit umgeht, Nick? Sieht so aus, als müsste ich nur ein paar Nummern eingeben. Mal sehen. Zuerst brauche ich das Datum des Mordes. Sieht aus, als hätte sich die Kamera um 13 Uhr an diesem Tag eingeschaltet. Aha! Das war, was ich von Anfang an gesagt hatte. Wenn der Mörder kann seit 10 Uhr da gewesen sein, niemand wüsste es. 13 Uhr. Das war, als die Frau in der Wachstation ankam. Geben Sie bitte die Nummer der Überwachungskamera ein. Oh, fuck. Ich rate mal 307, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Da, erledigt. Oh mein Gott, ich hab so ein Glück gehabt. Das war pures Glück. Hey, die Daten von diesem Tag wurden ausgedruckt. Mal sehen, was wir da haben. Aha! Bam, es war wirklich nur jemand in dem Kostüm. Es hätte jeder sein können. Hä? Warum soll das ein Foto von Will Powers sein? Naja, er ist derjenige, der immer dieses Kostüm trägt. Darum hat die Wachfrau wohl gedacht, dass er es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Inspektor mit diesem Beweis glücklich ist. Hä? Du hast es auf die Rückseite gedruckt. Hä? 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht gibt es noch mehr Fotodaten von diesem Tag. Nein, das ist das Einzige, was im Computer vorhanden ist. Powers? Fragezeichen, Foto zur Gerichtsakte zugefügt. Okay. Foto Nummer 2. Das heißt, es wurde schon mal ein Foto gemacht, aber das wurde gelöscht, ja? Es muss ja eigentlich auch ein Foto gegeben haben, wo Hammer reingekommen ist, oder? Also, naja, außer halt, wenn es wirklich erst um 13 Uhr eingestellt wurde. Hey, Nick! Können wir dieses Foto nicht als Beweis im Prozess verwenden? Ja. Damit weisen wir die Wachfrau in ihre Schranken. Genau, damit weisen wir sie in ihre Schranken. Hey, das hab ich gesagt. Wie auch immer. Zeigen wir ihr das Foto und schauen mal, was sie sagt. Warte, lieber nicht.
Warum nicht? Es ist nie gut, dem Feind zu früh zu zeigen, was man in der Hand hat. Nick, du bist ja viel gerissener, als ich es dir zugetraut habe. Nun, du könntest der nächste böse Richter sein. Hey, warum muss ich der Bösewicht sein? Entspann dich, war nur ein Witz. Sind wir für heute fertig? Okay, ich glaube, dieses Foto haben wir für den Prozess gebraucht. Dennoch wäre es besser, wenn wir eine Vorstellung davon hätten, wer wirklich der Mörder war. Vielleicht war es tatsächlich diese Wachfrau? Okay, Fortsetzung folgt. Ihr wisst, was das heißt. Wir spielen in der nächsten Folge weiter. Ist auf jeden Fall super spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht deswegen uns diesmal nicht der Mörder vorher gezeigt wurde, ne? Weil jetzt irgendwie ein Twist kommt. Also nehme ich mal an, die Wachfrau ist es nicht. Einfach, weil ich glaube, man soll denken, dass es die Wachfrau ist. Und sie haben uns nicht gezeigt. Das heißt, sie können danach sagen, haha, die war es gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt, wer der Mörder ist. Genau, und dann hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!